Hallo, endlich habe ich es mal wieder geschafft. Ich schaffe es, endlich mal wieder ein Let's Play aufzunehmen. Es ist einfach geil, gigantisch schön. Und ja, ich genieße es richtig, endlich mal wieder was aufzunehmen. Und ja, eben hatte ich gesehen. Hallo Leute und herzlich willkommen mal wieder zu einem Let's Play. Es war lange her. Ich hatte die letzten Aufnahmen vielleicht vor einem Monat gemacht. Ungefähr, ja, einen Monat waren es. Jetzt und es ist richtig wieder ein Genuss, mal was aufzunehmen. Irgendwie macht es doch richtig Spaß. Wenn man dann mal so eine ganz lange Pause hatte, dann weiß man es eben zu schätzen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, worum es ja eigentlich geht. Ich habe ewig lang nicht weiter gespielt, aber ich glaube, wir müssen zurück und dazu schießen wir diese kleinen Kistchen. Die haben wir schon geleert, die Kiste, glaube ich. Schießen wir die von der Decke. Jetzt kommt mal wieder diese perfekte Kameraführung. Auf gut Glück, hoffen wir es. Ja. Okay, wir müssen dort hinten rüber. Das kennt ihr ja alles schon. Nichts Neues hier bei Lara. Das große Medipack, das brauchen wir nicht. Scheiße, Lara, dreh ich mal. Warte, E und nach unten. Uah. Das war knapp. Okay. Also, jetzt auf den anderen, aufs andere Seil. Ich habe jetzt keinen Bock, da runter zu fallen. So, das müsste jetzt klappen. Ja, sehr gut. Noch ein bisschen runterfallen lassen. Und jetzt aber. Mach den Sprung, Lara. Nein! So lange nicht mehr gespielt und schon der erste deprimierende Punkt in diesem Spiel. Es gibt's doch nicht, Lara. Warum tust du mir das an? Okay. Oh, komm, jetzt, Mädchen. Jetzt aber. Das kann doch nicht wahr sein. Was denken die Leute denn von mir? Stell dir vor, so spiele ich die ganze Zeit. Und was machen die dann? Sie schalten aus, sie schalten ab. Wer will sehen, wie du dich hier an Seiden räkelst? Also, außer mir will das, glaube ich, keiner sehen. Oh ja, wir haben eine Abkürzung. Okay, jetzt aber. Ja, E, komm. SS. Hä? Ah, Q. Entschuldigung, mein Fehler. Okay, wie gesagt, ich muss in das Spiel erstmal wieder reinkommen. Entschuldigung für die paar Probleme, die ich jetzt hier habe, aber ich denke, das ist verzeihlich. Denn ich kann ja auch nicht alles. Er sagt, nobody is perfect. So, jetzt haben wir es aber endlich geschafft, wieder dort hinten hinzukommen. Wie kommt jetzt wer? Oh ja. Sehr gut. Also, wir haben jetzt. Irgendwie fehlt uns, glaube ich, nur eine Sicherung. Oder haben wir alle Sicherungen? Wir haben alle Sicherungen, oder? Ja, genau, wir haben alle Sicherungen. Und die Pistolen haben wir nicht. Doch, haben wir auch. La? Was ist denn das? Ist ja lächerlich. Naja. Kann man nicht aufheben. Na super. Jetzt habe ich das Glas umsonst kaputt gemacht. Okay, egal. Ich glaube jetzt. Wir schauen uns einfach mal oben. Dort hinten gab es doch noch einen. Diese eine. Genau, diese eine. Okay, das Gerät ist jetzt neu. Oder stand es schon immer hier? Ich glaube, es ist neu. Okay, kann ich es irgendwie in Betrieb setzen? Wäre ja cool. Könnte ich damit fett dahin in. Ja! Ja, geht nicht, ne? Ah, das liegt noch nicht auf den Schienen. Okay, also ich muss verschieben und ich könnte mit euch wetten, dass es dort oben reingeht. Vielleicht komme ich jetzt durch die pinke, nee, lilane Klappe. Warum die lila ist, weiß ich nicht. Vielleicht steht Nadler auf lila. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier hoch. Das bringt nichts. Wartet. Na, okay, so geht es nicht, aber. Ja, bin ich doch heute mal einfallsreich und schaffe es echt, dort reinzukommen. Also, jetzt steht dem. Nadlers Zeichen sieht aus wie NASA. Naja, die Frau fühlt sich auch ein bisschen mehr oder weniger viel toll. Ja, ein Schalter. Und was für ein Wunder, es funktioniert.
So, jetzt auf die Maschine. Ja, geht doch. Perfekt. So, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt für eine Filmsequenz kommt. Lara stretcht sich nach Hilfe. Natürlich. Filmsequenz. Oh, der Weg ist versperrt. Tut mir leid, Schätzchen. Hier ist Endstation. Geben Sie schon her, Larsen. Das hat nichts mit Ihnen zu tun. Und was hat es mit Ihnen zu tun? Der Sion gehört Nadla. Kapiert? Sie haben hier nichts zu melden. Ich habe keine Zeit für diesen Mist. Aus dem Weg, oder ich töte Sie. Wollen Sie mich etwa erschießen? Kommen Sie, Lara. Ich mache nur meinen Job. Der Russe. Ich weiß, wie sehr Sie ihn wollen, aber ich kann Sie nicht vorbeilassen. Und wir wissen beide, dass Sie mich nicht dafür töten würden. Naja, ob wir das beide wissen. Der Gesichtsausdruck ist sehr eindeutig irgendwie. Das ist einfach nicht Ihr Stil. Oh oh. Ich fürchte, da irren Sie sich. Oh oh. Die Frau ist sehr entschlossen. Okay, 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 okay. Ah, mal wieder Tastenkombination raten. Oh! Diese Frau ist vom Teufel besessen. Irgendwie. Immer wieder nach oben, ist ja langweilig. Als ob sie den jetzt echt erschossen hat. Das ist echt überhaupt nicht das Stil von Tomb Raider Spielen. Oh Gott. Ja. Also ganz ehrlich, das ist nicht... Irgendwie doch nicht der Stil von Tomb Raider Spielen, finde ich. Irgendwie, dass sie Leute umlegt, in diesem Sinne, dass man das so direkt mitkriegt. Jetzt hat sie ja noch Blut an den Händen, aber... Natürlich ist es nicht dargestellt, sonst wäre das Spiel nicht ab 12. Ja, man reibt es sich in den Händen. Dann holen wir uns noch ein Messer und gehen mit Alfred Biolek fett leckeren Russen zubereiten. So, okay. Ja, dort unten liegt unser Freund. Die Pumpgun klauen wir uns. Okay, und jetzt scheint ja alles geklärt zu sein. Wir müssen jetzt einfach dorthin diese fette Kiste hochheben, wegbewegen. Und dann... Sollte das klappen. Ach, der Olle hat die Sicherung geklaut. Bis ja, ganz toller. Okay. Ach, jetzt geht's doch hier. Okay, okay. Dann springen wir wieder auf unsere Schnetzelmaschine und machen aus. Wie heißt der eigentlich? Björn? Ne, Björn heißt er nicht. Machen wir jetzt aus Björn. Naja, Björn ist nicht egal. Wir nennen ihn jetzt Björn den Russen. Auch wenn es eigentlich ein schwedischer Name ist. Björn, wir verarbeiten dich jetzt zu Geschnetzeltem. Ja, komm, fahr. Okay. Ich trinke kurz etwas. Also so heiß bei mir. Ich habe 30 Grad im Zimmer. Muss ich zwischendurch immer was trinken, sonst wird mir... Sowieso der Mund schon trocken. Okay. Also, weiter geht's. Jetzt kommen wir zur Lava. Wow. Beeindruckend. Sieht schön aus. Auch wenn das Spiel etwas älter ist, die Grafik ist doch ziemlich überzeugend. Außer das Lava sieht ein bisschen, ja, unüberzeugend aus. Okay, springen wir doch einfach mal hier rüber. Okay. Ja, also nochmal hier rüber, hier rüber, hier rüber. Und sie ist tot. Ja, das war. Jetzt gibt's gebratene Lara am Spieß. Und die Zeit ist rum, Leute. Wir müssen aufhören. Im nächsten Part kommen wir dann bestimmt auf die andere Seite dieses Höllentempels, des Höllenbades der Hölle. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat's mal wieder Spaß gemacht. Mir hat's mal wieder echt Spaß gemacht. Ciao.